Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ein wenig früher als gedacht bin ich schon, ja, jetzt Anfang August wieder da und unterbreche theoretisch meine Sommerpause, die ja eigentlich erst nächste Woche beendet sein sollte. Aber es gibt einfach etwas, was ich euch jetzt unbedingt heute erzählen möchte und gefühlt auch innerlich irgendwie muss. Und das ist, mein Büchlein ist da. Ja, ich habe ein bisschen was schon auf Instagram mal so ein bisschen angeteasert, dass ein Buch von mir in Planung ist. Und ich hatte dazu auch schon einige Fragen und ich wollte gar nicht so viel davor erzählen, bis ich es dann irgendwie in Händen hielt. Und nun ist es da. Mein Lesetagebuch, mein Buch der Bücher in diesem richtig coolen Design. Deswegen musste ich heute auch von meiner Inspiration, meiner Monstera sozusagen, sitzen. Ich war schon lange gedanklich bei einem Lesetagebuch. Bin ja selbst jemand, der sich viele Notizen macht zu den Büchern, die er liest. Und ich habe auch öfter schon gehört, dass das halt andere in ihr Bullet Journal integrieren, ein Book Journal führen und so weiter. Und was mich immer ein bisschen gestört hat, dass ich ähnliche Dinge, ich sage jetzt mal die Kategorien, die man sich aufschreibt, immer wieder wiederholen musste. Ich habe da schon überlegt, dass mit Vorlagen zu machen. Ich habe das jetzt auch im Filofax überlegt, irgendwie zu integrieren. Allerdings ist natürlich der Personal ein bisschen kleiner als jetzt zum Beispiel das Format. Und ja, irgendwann ist diese Idee so, ja, wahrscheinlich ist es 2 Jahre her, dann einfach in mir auch mehr gewachsen. Und ich saß dann schon dran, habe mit Bleistift Entwürfe gezeichnet und ja, war da schon sehr euphorisch. Und habe dann aber diese Idee irgendwie auch aus den Augen verloren und mir auch gedacht, ja, braucht man das? Ist das was, was andere auch begeistern oder ist das nur was, was du gut findest? Und irgendwie, ja, kam dieses Jahr das große C und ich dachte mir, jetzt machst du mit der etwas mehr freieren Zeit, die man ja dann doch hatte, weil man keine Freunde getroffen hat, nicht rausgegangen ist in der etwas schwierigen Zeit, und kümmerst dich einfach um deine Idee. Und ja, mein Buch der Bücher ist nun fertig. Es ist da, es kann befüllt werden, es kann bestellt werden, es kann ausgefüllt werden, es kann zum Leben erwachen. Und ja, das ist so auch etwas, was mich total happy macht und auch stolz macht. Auch wenn ich jetzt keinen 1000-seitigen Roman geschrieben habe, ich finde das, ja, ich finde es einfach toll. Ich liebe mein Book Journal selbst tatsächlich sehr. Ich habe es jetzt auch total gefeiert, so ein bisschen Stifte auszuprobieren, verschiedene Farben, Washi-Tape, Sticker. Ich zeige euch dann auf jeden Fall auch eine Innenansicht. Und dazu möchte ich sagen, dass das jetzt hier schon die zweite Version ist. Bei der ersten Version habe ich mich total, was die Rente betrifft, verrechnet, verkalkuliert. Und das hätte ich auf gar keinen Fall irgendwie, ja, jemanden in die Hand geben wollen. Und ja, muss das hier dann natürlich einfach nochmal ausprobieren. Und ich bin einfach sehr begeistert. Ich bin sehr happy, ich bin sehr froh. Ihr habt die Möglichkeit, das Buch über BOD zu bestellen, über hugendubel.de, Thalia, natürlich auch Amazon. Das Buch ist überall ja, lieferbar, kann bestellt werden, kann aber auch im örtlichen Buchhandel bestellt werden und dort abgeholt werden. Also ihr habt die Möglichkeit, es überall zu besorgen. Es kostet aktuell 7,49 Euro. Es kann 20 Bücher erfassen und ja, ich sitze schon an 3, 4 anderen Ideen für andere Cover-Varianten, für ja, eine größere Version, eine andere Version, vielleicht auch zum Thema Hörbücher, vielleicht auch eine Genre-Richtung, aber eins nach dem anderen. Ich feiere jetzt gerade erst, dass ich mein eigenes erstes Lesetagebuch in Händen halte und meine Bücher darin dann auch aufschreiben kann und ich mir das Buch natürlich auch selbst immer bestellen kann und dann auch jeden Monat so mein Büchlein dann füllen kann. Und nein, auch ich lese nicht unbedingt 20 Bücher im Monat, auch wenn das im Juli schon recht nahe gekommen ist. Aber ich sehe mich einfach nicht als Durchschnittsleser und ja, kann da gar keinen Vergleich anstellen, möchte das auch gar nicht. Und ich glaube, dass 20 Bücher durchaus eine Menge sind, die eben hier auch reinpassen. Und jetzt glaube ich, bevor ich lange weiter drum rumrede, zeige ich euch mal das Innenleben. Und natürlich möchte ich euch mein Buch der Bücher nun auch etwas näher zeigen. Und ich glaube, da machen wir einfach mal einen Schwenk über das Cover, was ich richtig, richtig schön finde. Ja, ich habe mir auch ein kleines Lesezeichen dazu erstellen lassen und da wird es auf jeden Fall auch ein Buch mit Lesezeichen noch zu gewinnen geben. Alles in allem bin ich mega, mega verliebt in dieses Cover und finde es einfach toll. Ja, das Ringbuchsystem macht es natürlich insofern leichter, hier zu blättern, als dass man ja hier wirklich richtig schön rumkommt. Hier nochmal der Titel, ein Lesetagebuch.
Und dann startet man mit einem meiner Lieblingszitate. Lesen ist wie Träumen, nur mit Wörtern. Und dann kann eben jeder auch seinen Namen in das Büchlein schreiben. Ich habe auch ganz bewusst auf dem Cover keinen Namen von mir schreiben lassen, weil es soll ja euer eigenes Buch sein. Und es wäre, finde ich, irgendwie blöd, wenn da mein Name drauf stehen würde. Und dann kommen wir im Grunde zur großen Übersicht, auf der ich allerhand probiert habe. Also wundert euch nicht, warum das so bunt ist. Ich habe natürlich mit Stempelfarbe gearbeitet. Ich habe verschiedenste Stifte ausprobiert. Und hier habt ihr eben eure Bücherübersicht und könnt dann eben der Reihe nach die Bücher eintragen, die ihr gelesen habt. Und könntet euch natürlich hier auch schon eine Want-to-Read-Liste draus machen und habe dann eben auch mit Stempeln gearbeitet und eben mit unterschiedlichen Schriften, um zu sehen in der Testausgabe, ob es durchblutet, ob irgendwas durchschreibt, ob man irgendwas durchsieht. Also man sieht hier, dass gerade die etwas dickeren Stifte ein wenig zu sehen sind, aber alles in allem an und für sich finde ich wirklich auch die Stempelfarbe, die ich verwendet habe, sieht man gar nicht. Und ich habe wirklich, ich habe ein paar Stifte hier einiges probiert, von den Frictions über die normalen Faserliner, die man von Stabilo kennt, über Tombows, über ja so Städler-Stifte, über Kugelschreiber, über die etwas dickeren Feinliner von Stabilo, also das sind ja die etwas mit dickerer Spitze. Ich habe mit der dicken Tombow-Spitze oder auch mit der dünnen geschrieben, also ich finde, dass das alles wunderbar funktioniert hat und auch ja, sich wirklich nur ganz leicht durchzeichnet. Also das finde ich wirklich schön. Es blutet nichts durch und das war mir sehr wichtig, weswegen ich auch wirklich dieses Papier ganz toll finde und mich dann auch dafür entschieden habe. Und dann kommen eben die 20 Bücher der Reihe nach. Ich habe hier einfach auch mal getestet, wie sich das natürlich so ein bisschen von der Schrift dann auch funktioniert, ob es genug Platz ist, ob die Abstände okay sind. Ich habe jetzt keine ganz so große Schrift, deswegen hätte ich durchaus ein bisschen mehr Platz, aber wir haben hier eben die verschiedensten Themen für das Buch, vom Titel über die Autorin, das Genre, was man vielleicht Besonderes zum Cover festhalten möchte, wann man es gelesen hat, wie viele Seiten, natürlich auch Bewertung, man kann die Sterne ausmalen, dann wo spielt die Geschichte, wie sind die Charaktere, der erste Satz, das finde ich immer etwas, was ganz Schönes. Und ich habe hier eben auch mal mit Washi gearbeitet, um den Abstand zu sehen. Hier drüben habe ich dann eher mit Stickern einfach mal gearbeitet und wie man sieht, habe ich hier noch keine Gedanken zur Geschichte aufgeschrieben, aber dafür dann auch ja, das Fazit. Und ja, habe hier wirklich probiert und überprüft, ob irgendwas durchschreibt und musste das natürlich auch einfach testen. Das ist jetzt im Grunde das zweite Testexemplar, weswegen ein bisschen weniger Tests drin sind, aber ich wollte das natürlich beim zweiten Exemplar genauso ausprobieren. Und im Grunde ist das jetzt schon ein Teil meines Juli-Lesemonats, den ihr hier seht. Und ja, ihr könnt eben ganz wunderbar hier durchblättern. Ihr könnt das Buch eben auch einfach umlegen, um dann auch auf der jeweiligen Seite leichter schreiben zu können. Und könnt es dann natürlich auch einfach wieder aufklappen und habt hier jetzt die Möglichkeit, eben 20 Bücher darin aufzunehmen. Und jede Seite, also die Seiten sehen dann natürlich gleich aus. Und dann am hinten gibt es noch eine kleine Info über mich und dass man mich auf YouTube, Instagram und auch auf Lovely Books findet. Und dann kommt im Grunde auch schon die Rückseite, die ähnlich gestaltet ist wie die Front. Und hier auch nochmal, ja, natürlich auch der Buchcode, der ISBN-Code. Und ja, einfach nochmal so die Infos dazu. Und ja, ich glaube, das war genug zur Detailansicht. Sieht es nicht schön aus? Ja, ich habe diese Cover-Idee sehr, sehr lange gehabt. Dieses lachsige, pinkige zusammen mit der Monstera. Und ich habe mich so darin verliebt. Und das Cover hat die liebe Cassie gemacht. Ich finde auch die Schrift richtig toll. Und ich glaube, das mit dem Rahmen und der Schrift, ja, das könnte vielleicht auch auf anderen Versionen so ähnlich im Grunde irgendwie ein Bestandteil sein, damit sich die Bücher so ein bisschen ähnlich sehen, würde ich sagen. Also ihr seht, ich habe schon ein bisschen was im Kopf. Das Buch hat ein Korrektorat erhalten. Lektorat hat es im Grunde ja nicht gebraucht, weil ja keine Handlung irgendwie ja, geprüft werden muss. Aber es wurde korrigiert. Ich habe ein richtig schönes Cover von Cassie bekommen, die auch wirklich die Rückseite ganz, ganz toll gemacht hat. Und ja, ich liebe auch einfach dieses Ringbuchformat, was es, glaube ich, aktuell nur bei BOD gibt. Ich finde das Papier richtig toll und bin so happy und ihr könnt es, wie gesagt, bei BOD bestellen, aber auch bei jedem anderen Buchhändler und ja, ich kann
kann jetzt euch nur sagen, habt Spaß mit dem Lesetagebuch. Ich freue mich, dass es jetzt da ist, dass ich es in Händen halte und ja, dass das Werk sozusagen geschafft ist, dass ich ja, jetzt meine Buchgedanken darin aufführen kann. Und ja, schaut auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen immer mal auf Instagram. Ein paar liebe Menschen haben es schon bestellt und werden es jetzt in die nächsten Tage bestimmt auch zeigen. Und ich versuche das dann auch zu reposten. Und vielleicht fällt uns auch irgendwie noch ein cooler Hashtag dazu ein, dass ich dann die Bilder auch so ein bisschen finde, weil natürlich auch dann das Innenleben spannend wird, wie ihr das vielleicht gestaltet, was ihr da an Deko dazu macht, ob ihr es minimalistisch lasst, ob ihr die Seiten nebenan alles vollschreibt, damit ihr genug Platz habt. Ich bin so neugierig, wie andere, ja, wie ihr das jetzt im Grunde verwendet. Also guckt auch auf Instagram so ein bisschen mit vorbei. Ich möchte auf jeden Fall auch ein Exemplar verlosen und das wird auf jeden Fall dann auch in den nächsten Tagen so sein. Und ja, bin sehr happy, bin sehr froh und ja, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die Sommerpause ein bisschen früher zu beenden und euch diese schöne Nachricht ja, zu überbringen. Und ich hoffe, ihr freut euch mit mir und ja, lasst es mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Konstruktive Kritik ist immer willkommen und ich freue mich jetzt, mein Büchlein mit euch zu teilen, es in die Welt sozusagen zu lassen. Und das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl, aber ich freue mich. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch viel Spaß und ja, natürlich auch mit dem Büchlein. Danke euch fürs Zusehen. Alle Infos natürlich in der Infobox. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.